Barack Obama macht's möglich. Das sonst so gern zerstrittene Europa ist ziemlich vereint in seinem Zorn über den US-Geheimdienst NSA und die rücksichtslosen Lauschangriffe. Nachdem ihr eigenes Handy vermutlich jahrelang abgehört wurde, findet nun auch Angela Merkel deutliche Worte. Das Verhältnis zu den USA ist massiv gestört, die Empörung groß. Die NSA soll 35 Staats- und Regierungschefs weltweit abgehört haben. Allerdings soll die deutsche Kanzlerin angeblich auch ein Handy benutzt haben, das nicht abhörsicher sei. Und gewollt oder nicht, Angela Merkel fand heute übrigens ein fast schon ironisches Symbol auf dem EU-Gipfel in Brüssel. Sie fuhr in James-Bond-Manier mit einem Wagen vor, der das Kennzeichen 007 hatte. Die Kanzlerin wird behaupten, das Kennzeichen sei reiner Zufall, so wie sie das stets bezüglich der Farbe ihrer Blazer tut. Der Lauschangriff auf ihr Handy aber hat sie offensichtlich empört. Wir sind Verbündete, aber solch ein Bündnis kann nur auf Vertrauen aufgebaut sein. Und deshalb wiederhole ich nochmal, ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht, und zwar gegenüber niemandem. Man hatte wenig Aufregendes erwartet, aber schon am Nachmittag redete die deutsche Presseagentur vom Handy-Gipfel. Bei den Themen Bankenabwicklung und Asylpolitik hat Merkel viele Gegner. Doch beim Diensthandy hört der Spaß auf. Da steht auch der sozialistische Kollege aus Frankreich selbstverständlich bei der Kanzlerin. François Hollande hatte sich erst kürzlich bei seinem Kollegen Obama über Spionage in seinem Land beschwert. Auch der belgische Premier sagte, wir können eine solche systematische Spionage nicht akzeptieren. Wir müssen etwas dagegen tun. Und das können nicht nur Maßnahmen eines einzelnen Landes sein. Die Amerikaner riskieren also Verstimmung quer durch Europa. Das Europäische Parlament fordert den USA, keine Bankdaten mehr für die Terrorismusbekämpfung zu überlassen. Und jetzt steht auch das geplante Freihandelsabkommen auf dem Spiel. Ich bin ein lebhafter Befürworter dieses Freihandelsabkommens mit den Vereinigten Staaten. Aber ich glaube, wir müssen jetzt einmal darüber reden, wenn die Regierungschefin eines Landes, wie in diesem Fall Frau Merkel, von einer befreundeten Demokratie ausspioniert wird, das erwarte ich normalerweise von gegnerischen Regierungen. Der Gipfel beschäftigt sich auch mit dem Thema Datenschutz. Hier stehen amerikanische Unternehmen wie Google und Facebook auf dem Prüfstand. Während die Politiker also ziemlich entsetzt reagieren, sieht das im Netz ganz anders aus. Da gibt es reichlich Häme und Spott. Mittlerweile hat Merkels Handy sogar einen eigenen Twitter-Account. Und da gilt, wer findet den besten Witz zum Thema? Hier etwa Obama lachend inmitten seiner Berater, während er meint, und dann habe ich ihr gesagt, ich liebe es, wenn du unter der Dusche singst. Unter dem Hashtag MerkelPhone zum Beispiel lästert der Blogger Sascha Lobo. Wieso die ganze Aufregung? Obama hatte doch nach 8 Jahren Bush versprochen, den internationalen Partnern wieder mehr zuzuhören. Oder hier, Merkel spricht ihrem Handy ihr vollstes Vertrauen aus. Aber es gibt natürlich auch durchaus ernst gemeinte Kommentare, etwa, oh, jetzt ist Mutti aber sauer. Es ist nicht so wichtig, wenn Millionen Leute abgehört werden, aber wenn sie abgehört wird. Ähnlich der Nutzer Klin. Er schreibt, wieso ist Merkel mehr wert als ihre Bürger? Jetzt, wo sie es selbst betrifft, handelt sie lächerlich. Aber nicht nur Angela Merkel handelt, auch etliche andere Politiker, die noch vor gar nicht langer Zeit die NSA-Affäre eher verharmlost haben. Und das offenbart dann das Manko einer großen Koalition. Die SPD hat zwar im Wahlkampf versucht, die Kanzlerin bei diesem Thema vor sich herzutreiben, gibt sich aber jetzt treu Seite an Seite mit Angela Merkel. Offenbar ist in Berlin seit diesem Abend auch der Ort gefunden, von wo aus die Kanzlerin belauscht worden sein könnte. Die amerikanische Botschaft in Berlin, mitten im Regierungsviertel. Von hier aus hat möglicherweise eine US-Spezialeinheit den Lauschangriff auf Angela Merkel gesteuert. Die Quelle? Papiere des Whistleblowers Edward Snowden. Special Collection Service, kurz SCS, soll der US-Lauschposten demnach heißen. Der amerikanische Botschafter, heute Nachmittag einbestellt ins Auswärtige Amt. Unter Freunden absolut unüblich. Ein starkes diplomatisches Mittel und harte Worte vom Außenminister. Das Abhören von engsten Partnern, das ist für uns in keiner Weise akzeptabel. Das befremdet uns zutiefst. Das gehört sich nicht. Wer einander vertraut, der hört sich nicht ab.
Auch der Mann, der die NSA-Affäre noch im Sommer für beendet erklärt, er findet heute harte Worte für den Verdacht. Es würde sich hierbei um ein Vorgehen handeln, das unter Partnern und engen Verbündeten völlig inakzeptabel ist. Das würde nach meiner festen Überzeugung einen schweren Vertrauensbruch darstellen. Alle schriftlichen und mündlichen Aussagen der NSA sollen jetzt nochmal überprüft werden. Die NSA-Affäre ist also wieder auf dem Tisch und ihr Ausmaß könnte gewaltig werden. Wie lange reicht die Abhöraktivität der Amerikaner zurück? Haben Sie auch schon die Mobiltelefone von Bundeskanzler Schröder abgehört? Ist Bundeskanzler Schröder überwacht worden während der Auseinandersetzungen um die deutsche Teilnahme bzw. Nichtteilnahme am Irakkrieg? Terrorabwehr. Damit haben die Amerikaner ihre Überwachungsmaßnahmen bisher begründet. Was für Terroristen hat man versucht zu orten im Handy der Kanzlerin? Das ist doch ganz absurd. Das zeigt, dass die bisher uns gegebene Begründung ganz einfach nicht richtig sein kann. Es geht um Täuschung, es geht um Enttäuschung und es geht um Spionage. Es gibt vieles, was Deutschland und die USA im Moment entzweit. Und was sagt Barack Obama? Derzeit gar nichts. Aber amüsant ist es natürlich, wie bei fast allen Beteiligten, sich die Aussagen der letzten Monate anzuhören. Anfang Juli kam in Deutschland gerade die erste Aufregung um die NSA-Affäre auf. Obama war zu dieser Zeit auf Auslandsreise in Tansania und sagte dort Folgendes. If I want to know what Chancellor Merkel is thinking, wenn ich wissen will, was die Kanzlerin Merkel denkt, dann rufe ich Angela Merkel persönlich an, so Barack Obama vor 4 Monaten. Und jetzt das große öffentliche Schweigen. Allein sein Regierungssprecher vollführte verbal-diplomatische Pirouetten und sagte, derzeit würde Merkels Handy nicht abgehört, auch nicht in Zukunft. Über die Vergangenheit verlor er allerdings kein Wort. In Washington, unweit des Weißen Hauses, sind wir nun mit unserem USA-Korrespondenten Stefan Niemann verbunden auf einer logischerweise nicht abhörsicheren Leitung. Schönen guten Abend, Stefan. Hallo. Barack Obama hat sich öffentlich zu diesem Thema bislang nicht geäußert. Nimmt man den europäischen, den deutschen Ärger in Amerika eigentlich ernst? Nicht ernst genug. Den Eindruck haben wir hier verstärkt jetzt. Der Präsident hätte längst in die Offensive gehen müssen. Aber offenbar war er schlecht beraten und hat den Widerstand und die Empörung von westlichen Verbündeten und befreundeten Nationen extrem unterschätzt. Das sieht nach einer PR-Panne aus und nach einem großen Desaster, vielleicht auch nach einem Politskandal. Es ist erstaunlich, wie das Image dieses Mannes sich gewandelt hat. Der war ja mal der Hoffnungsträger des liberalen Amerika und auch ein bisschen der Held der jungen freien Welt. Das ist keine 5 Jahre her. Und jetzt plötzlich ist er ein Hardliner mit einem Big Brother-Image. Also da ist viel schiefgegangen im Weißen Haus und in den USA. Aber vor die Presse ist Obama heute schon gegangen, oder? Ja, der ist vor die Presse gegangen, schwungvoll und gut gelaunt und hat lange geredet über die Einwanderungsreform, die er nun vorantreiben will, aber hat eben keine Silbe verloren über die Vorwürfe, die da aus Deutschland kommen und vorher ja schon aus Frankreich kamen. Also er hat komplett geschwiegen und das macht natürlich keinen guten Eindruck bei Freunden und Verbündeten in Übersee. Es gibt ja eigentlich nur 2 Möglichkeiten, sollte sich der Verdacht bestätigen. Obama wusste davon, hat es gebilligt, oder aber er wusste nichts davon und der Geheimdienst NSA ist komplett außer Kontrolle. Was ist denn da wahrscheinlicher? Na, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass er nicht alles wusste, aber beides wäre natürlich politisch ein Desaster. Wenn er nicht eingeweiht gewesen wäre, dann wäre er politisch eine lame duck, eine lahme Ente und hätte den Geheimdienst nicht mehr unter Kontrolle. Und wenn er eingeweiht gewesen ist in die Lauschangriffe, dann in der Tat ist jedes Vertrauen verspielt und dann haben wir einen großen Politskandal und eine Beziehungskrise zwischen Amerika und seinen noch Freunden und Verbündeten in der freien westlichen Welt. Live aus Washington zugeschaltet, unser Korrespondent Stefan Niemann. Dankeschön dafür.